Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill und ich bin zuletzt am Speicherort gewesen, gehe jetzt aber hier nochmal hin, da mir in der letzten Aufnahme was aufgefallen ist. Und zwar liegt hier bei dem Mann, der hier so schockartig aus dem Schrank fiel, liegt hier noch ein goldener Schlüssel und den habe ich nicht eingesammelt. Den nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit, das ist der Ersatzschlüssel für die Bibliothek. Jawohl, den wollen wir nicht übersehen. Ich habe übrigens gerade eben schon mal das hier gespielt. Und mich total wieder geärgert, weil da an der einen Stelle schon wieder voll die Monsterhorde auf mich zukam. Und dann bin ich natürlich gestorben. War ja wieder klar. Das finde ich total doof. So, wo muss ich jetzt lang? Denn wir kommen da vorne halt nicht weiter. Das heißt, ich muss durch den Klassenraum laufen. Ja, lässt du mich bitte? Lässt du mich bitte? Ich ignoriere die einfach mal. Einfach mal ignoriert. So. Ich müsste jetzt eigentlich richtig sein. Ich habe nur die Tür da vorne noch nicht ausprobiert. Das machen wir mal. Wo muss ich dafür hin? Ja, natürlich könnten wir auch noch mal nach oben, aber nach oben oder erstmal, ach, klappern wir erstmal hier das Stockwerk ab. Hier waren wir noch nicht, ne? Nein, hier waren wir noch nicht. Das Schloss klemmt. Oh Gott, ich hab Schiss. Das Schloss klemmt. Okay, ich gehe hier auch ganz vorsichtig, obwohl ich gar nichts höre vom Radio. Egal. Oh, ich habe den Ersatzschlüssel für die Bibliothek verwendet. Gehen wir da mal rein. Was ist jetzt hier? Da liegt ein Buch auf dem Boden. Ist hier ein... Oh, ein Verbandskasten. Was ist das? Oh. Wer klopft denn da? Was ist das? Das Monster lauert, war der Buchtitel. Kapitel 3. Manifestationen von Trugbildern. Dazu gehören auch Poltergeister, negative Emotionen wie Angst, Sorgen oder Stress. Manifestieren sich als externe Energie mit physischen Effekten. Albträume scheinen sie in einer Reihe von Fällen ausgelöst zu haben. Allerdings scheinen solche Phänomene nicht gerade jedem Beliebigen zuzustoßen. Obwohl nicht klar ist, warum, neigen Heranwachsende, insbesondere Mädchen, zu solchen Erscheinungen. Du kannst ja dann erstmal die anderen auch lesen, oder wie? Warum ist hier nur Kapitel 3? Was ist mit denen auf dem Boden hier? Interessiert dich nicht? Was klopfte denn hier gerade so? Was sind denn das hier für Gestalten und so? Warum denn nur Kapitel 3? Wo sind die anderen Kapitel? Hier liegen doch Bücher auf dem Boden. Ich mag den Raum überhaupt nicht. Ich mag den Raum überhaupt nicht. Ich finde diese Gestalten da hinten oben auch ganz schrecklich. Ja, das hatten wir jetzt schon. Mit den komischen Albträumen. Das Buch ist ja auch offen. Ich weiß auch nicht. Keine brauchbaren Bücher. Ja, gut, dann... Die Tür, ne? Ja. Hallo. Oh, hier wieder. Als er das hörte, sagte der mit Pfeil und Bogen bewaffnete Jäger, ich werde die Eidechse töten. Aber als er mit seinem Gegner zusammentraf, schrak er zurück und sagte spöttisch, wer fürchtet ein Reptil? Daraufhin zischte die wütende Eidechse, ich werde dich mit einem einzigen Bissen verschlingen. Dann griff die riesige Kreatur mit aufgerissenem Maul an. Genau das wollte der Mann. Ruhig seinen Bogen spannend schoss er in das weit aufklaffende Maul der Eidechse. Mühelos flog der Pfeil den schutzlosen Rachen durchbohrend und die Eidechse fiel tot zu Boden.
Das ist aus einem alten Märchen. Ich erinnere mich, dass ich es als Kind gelesen habe. Aha. Ja, nimm mal die Pistolenmunition mit. Genau. Mach mal. Super. Ganz tolle hier. Ich finde die... dass er da nichts zu sagt, ne? Ich würde so mit einem Auge echt das Buch lesen. Mit dem anderen. Nur auf die Typen, die da hängen, gucken. Ich glaube, da komme ich gerade her. Obwohl, ich muss hier eh raus. So, welche Tür war das jetzt, die ich noch nicht hatte? Links oder rechts? Eigentlich muss ich eh die ausprobieren. Die ist jetzt nicht mehr abgeschlossen. Und dann die andere. Abgeschlossen. Okay. Ich fühle mich hier pudelwohl. Es ist so wunderschön. Abgeschlossen. Wo kommen denn jetzt die Monster wieder her? Ach, da hinten von der Seite. Da steht auch noch was, aber ich komme da gerade nicht hin. Gut. Oder auch nicht gut. Wo geht's jetzt eigentlich hin? Wahrscheinlich wieder durch die Bibliothek oder so. Bei der anderen, da war jetzt aber nicht noch eine Tür, dass man rüber konnte. Nee, ich muss auf die andere Seite, ich sehe das schon. Ich müsste eigentlich vom Treppenhaus von der anderen Seite dann kommen. Denn in den Klassenraum bin ich anscheinend nicht. Komme ich nicht. Nee. Und wenn hier nicht zufällig noch irgendwie da hinten eine verborgene Tür ist oder so. Wo bin ich denn hier jetzt dann, wenn ich da durchgehe? Ach so. Nee, halt auf der ganz anderen Seite. So und da. Aber da ist nix. Nee, da komme ich nicht weiter. Okay. So, jetzt bin ich wieder hier. Dann kann ich da auch nur so wieder durch. Habe ich recht? Ja. Es ist so verwirrend hier mit den Türen, echt. Ich glaube, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder ganz geradeaus und dann ein Stockwerk mal wechseln. Denn hier haben wir jetzt soweit alles abgeklappert. Dann machen wir das mal. Bin ich richtig? Muss das immer erstmal abchecken. Nee, ich bin natürlich nicht richtig. Dreh dich mal um. Und dann gehst du hier genau nochmal einen höher. Da waren wir nämlich noch nicht. Hallo? Uff. Sagst du da irgendwas? Du hast schon wieder einen Rollstuhl hinter den Gittern. Das sehe ich. Ey, diese... Das sind ja nur Beine, die da auch hängen, ne? Wir sind auf dem Dachboden. Und wir können diesmal durchgehen. Okay. Wir sind jetzt auf dem Dach der Schule. Da ist was. Da ist Blut. Da ist ein Schlüssel aufgehängt. Es ist knapp außer Reichweite. Aber was mache ich jetzt? Da liegt auf jeden Fall... Nee, da ist ein Ventil. Okay. Da ist ein Abflussventil. Wollen Sie es öffnen? Ja. Denn wir kommen an den Schlüssel ja sowieso nicht ran. Das Wasser fließt in das falsche Loch. Vielleicht könnte ich das irgendwie zustopfen. Und nu? Experimentiere ich hier rum. Da hängen auch welche. Bei Stacheldraht. Schön. Ganz toll hier. Wo ist das jetzt? Wo muss ich dafür jetzt hin? Was mache ich jetzt? Der ist jetzt... Das ist jetzt hier weg, ne? Der Schlüssel. Da ist ein Schlüssel aufgehängt. Knapp außer Reichweite. Bla blups. Ich kapiere jetzt gerade nicht... was ich bezweckt habe.
Was jetzt nochmal? Was? Da war irgendwie ein falsches. Er wollte das zustopfen und. Ich soll das irgendwie zustopfen, aber wie denn? Also ich meine. Nee. Was hab ich denn zum. Ach, warte mal, ich hab doch diesen Ball. Der Ball. Wo denn? Wie mache ich das denn? Kann ich das jetzt hier einfach auch bei diesem Loch machen? Nee. Aber bleib mal hier. Geh mal hier ins Menü und dann nimmst du diesen komischen Ball. Nee, nicht dann da, aber da, wo das Wasser halt hinfließt. Hier, bei dem Loch. Ja. Habe den Gummiball verwendet. Okay, sehr schön. Ach, selbst bei diesen netten Stellen bin ich trotzdem angespannt. Glaubt mal echt, das ist... ich weiß bei Silent Hill einfach selbst immer nie so, auch wenn ich die Spiele hier und da gespielt habe, was kommt jetzt nochmal als nächstes so und was löst die eine Aktion jetzt wieder aus? Kommt gleich da ein Riesenmonster auf mich zu oder nicht? Egal, wir machen mal das Ventil auf. Ich denke, das klappt bisher ganz gut. Der Schlüssel ist den Abfluss hinuntergespült worden. Ja, das ist ja schön. Der ist jetzt nicht mehr. Können wir den Ball wieder mitnehmen? Der Ball steckt im Rohr fest. Okay. So point-and-click-artig hier so Sachen mitnehmen und miteinander kombinieren. Gut, dann nicht. Dann gehen wir jetzt hier wieder zurück. Denn der ist jetzt nicht mehr da. Wo ging das denn hier nochmal zurück? Wo ging denn das jetzt hier nochmal zurück? Wo ist denn die Tür? Direkt hinter mir? Ne? Bin ich da jetzt vorbeigelaufen, ohne das zu merken, oder? Irgendwie laufe ich hier ständig an der Tür vorbei. Es ist leicht hohl. Da ist die Tür. Okay. So, dann gehen wir mal wieder runter. Ich nehme mal an, wir müssen in den Keller. Das ist schön. Ja. Ich gehe einfach mal runter. Ja. Ich gehe einfach mal runter. Die Hintergrundmusik ist überhaupt nicht störend. Nein, nein. Moment, kann ich jetzt hier eigentlich geradeaus und rum und überhaupt oder geht das gar nicht? Von der Seite war verschlossen. Wenn da von der Seite verschlossen ist, wieso habe ich ihn da nicht aufgemacht? Ist auch wieder so hohl von mir, ne? Aber ich könnte von der anderen Seite mal... Ich muss sowieso speichern. Ich muss sowieso. Ich muss, glaube ich, jetzt durch den Klassenraum. Anders geht das gar nicht. Und da komme ich nicht durch. Die ist zu. Echt? Achso. Ja. Gut, dann geh mal die andere Seite. So, ja, dann geht's hier raus. Durch die dicke Tür da, die Doppeltür, oder? Ja, die Doppeltür und nicht mehr abgeschlossen. Wunderbar. Herrlich. Ab rein in den Raum zum Speichern. Den kenne ich zumindest langsam. Ach, ist das schön. Speichern. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ganz toll. So.
gesichert, egal was kommen mag. Ja, ich kann nach rechts und dann kann ich da die Treppe runter. Oder? Kann ich oder kann ich... Abgeschlossen. Wie ging das jetzt nochmal? Bin ich hier nicht richtig? Ach, da war abgeschlossen. Dann kann ich da ja gar nicht mal runter. Was mache ich denn dann? Das ist ja doof. Was mache ich jetzt? Wie komme ich denn mal in den Flur? Wie denn? Aber doch nicht wieder durch die Parallelwelt, oder? Also ich meine, wieder zurück zum Clock Tower, da durch? Geht das überhaupt? Das wollte ich sowieso mal wissen. Das will ich wissen. Nee. Nee, das geht nicht, ne? Nee. Ach, ich gehe hier einfach mal durch. Ach, Leute. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Och, Leute. Och, so stirbt man immer so schnell. Und man, guck mal, wie schnell man rot geht. Das ist total doof. Aber wenn ich die nicht töte, dann kommen die immer wieder. Das ist voll nervig. Und die beißen sich so fest, dass da, weiß ich auch nicht, da, ne? Hör auf! Lass mich doch mal los! Hallo! Endlich sind die Viecher tot. Das ist auch voll wichtig, weil sonst erschrecke ich mich ein andermal, wenn ich hier wieder durchlaufe oder so. Also mir ist es schon wichtig, dass ich die dann mal erledigt habe. So, jetzt habe ich hier Ruhe im Karton. Schön. Ganz toll. Ja. Leicht hektisch laufe ich hier herum. Wahrscheinlich wieder zur falschen Tür, so wie ich mich kenne. Nein, ist es sogar richtig. Es ist völlig egal, welche ich nehme. Ich wollte nur mal die Tür hier hinten aufmachen. Oh, so. Ja, ich habe nur keinen Plan, was ich jetzt mache, weil ich komme ja nicht durch den Flur. Wenn ich jetzt hier ein Stockwerk höher gehe, komme ich da in den Flur? Da komme ich doch aber nicht in den Klassenraum. Habe ich irgendwie einen Schlüssel übersehen oder so? Aber dann hätte er automatisch aufgeschlossen. Kann also gar nicht sein. Und hier gibt es ja gar keinen... Nee, hier geht's nur runter. Da war das Rohr. Hat er runtergespült. Gibt es hier irgendeinen Raum, wo es... wo das Rohr hinführt? Ich glaube nicht. Also ich... bin gerade ein bisschen verplant. Ja, wir waren nämlich eben nicht. Da ist Boiler Room, Storage. Wer weiß, ob da die beiden Türen diesmal auch aufgehen. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich jetzt hier weiterkomme gerade. Echt, also... wo laufe ich denn mal hin? Ich komme halt nicht... Ich habe doch aber gar nicht doch eine roten roter Balken heißt... dass da abgeschlossen ist. Das verstehe ich aber nicht. Huch, wo bin ich denn jetzt lang gelaufen? Schon wieder anders? Na, das bringt's ja auch. Na, dann mache ich mir das jetzt einfacher und laufe jetzt nicht den komischen Weg wieder durch. Ist auch doof, was ich hier mache. Jetzt bin ich doch wieder hier.
Was ich hier mache, ey. Kurz und quer laufen. Das mache ich. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich kapier's halt nicht. Ich habe gerade mal nach oben geguckt, ganz blöd, weil ich dachte, vielleicht ist da ja was. Und nein, da wollte ich eigentlich nicht wieder zurück. Wollte eigentlich noch mal, obwohl ich glaube, sie ist einfach abgeschlossen, die Tür hier ausprobieren. Aber ich komme da nicht weiter. Boah, voll die Monstermucke, ganz ehrlich. Bin ich jetzt hier? Ach so, die Tür. Nee. Harry, nee. Hier direkt neben dir. Da. Kann man da nicht durch? Warum komme ich hier nicht durch? Wie soll ich denn dann in den Keller kommen? An den doofen Schlüssel. Ich weiß nicht. Ich muss mir da irgendwas einfallen lassen. Ich weiß nur noch nicht was. Ich werde mich mal schlau machen, sonst irre ich hier ewig durch die Schule. Weil abgeschlossen ist abgeschlossen. Locker Room? Oder komme ich jetzt zufällig durch einen Locker Room? Warum sollte ich? Warum sollte ich? Und in den Klassenraum bin ich nicht gekommen, weil durch diese Library, also durch die Bücherei, da war ja an der rechten Wand, hatte ich ja extra nochmal geguckt, da war ja nicht irgendwie eine geheime Tür oder so. Von daher bin ich ein bisschen, ja, ratlos. Ich guck mal, wie ich hier weiterkomme. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.